Kapitel 8. Ein Meer an Versprechen. Das klingt, als ob Versprechen nicht gehalten werden. Franzosen halt immer eine Extrawurst. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Ja, solltest du. Der Kontinent ist nicht mehr zu sehen. Mutter, Lukas, ich hoffe, es geht euch gut. Sie ist sehr gebildet, der Kontinent. Wann spielt das? Gab's da schon mehr als einen Kontinent? Hey. Wer als Hey? Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Ist das eigentlich Fanservice, dass wir jetzt zwei Frauen haben? Eine davon hat beide Hände an einer dicken Stange. Und wahrscheinlich darf jetzt die Jüngere auch gleich an die dicke Stange. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Rodrigo. Tut mir leid. Und? Er hätte den Besetzer mal Festland nutzen sollen. Unbeschreiblich. Ja. Was ist mit ihrer Haare passiert? Was ist mit ihren Haaren los? Der Ruf der See. Die Freiheit. Da, was, das sieht total komisch aus gerade. Für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Die Frontalperspektive, die hatte gerade einfach optisch keine Ahnung mehr. Ich weiß. Oh, super. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Die Frontalperspektive sah gerade aus wie Anakin. Komm. Sehr gut. Doch, da ist was, oder? Hat sich anders gestylt. Ja, das kann sein, aber das ist das erste Mal, dass ich es bemerkt habe, gerade in dieser Frontperspektive. Oh. Wie war das mit Jurassic Park? Das ist sie, Lacuna. Lacuna, hey, Lacuna, hey. Das ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Könnte der Mann nicht einfach eins der Schilder benutzen, die am Schiff kleben? Was dort auch ist. Lacuna Matata. Inselabenteurer. Ja. Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Aus Gründen. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Dieses Ellbogenstück Rüstung. Ich sehe es immer wieder und verstehe es immer weniger. Ich gehe in eine Falle. Good luck, have fun. Alles klar, Kosik. Ich wünsche dir eine gute Nacht und weiterhin eine erfolgreiche Montagewoche. Hi. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh. Verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ja. Ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord! Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Da.
toll. Also unser Raft, ich muss ehrlich zugeben, unser Raft war schöner. Gut gemacht. Okay, jetzt sind ganz kurz die Frames weg, aber ihr habt noch 60. Komisch. Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Die sehen aus wie Lamas. Schlafen hat so gut getan. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Das Achievement Overlay? Wahrscheinlich, ja. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Räucherwerk. Das riecht so gut. Ja, ich bin nicht so der Fan von Räucherwerk. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Such die Insel mit zwei Bergen. Ketten? Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Nur wenn man Schmuck trägt, ist man nicht unbedingt elegant. Persönliche Meinung. Oh, sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Oh ja, die gehört Anu. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Hab vorhin gehört, dass du eventuell Dead Space spielen wirst. Ja. Dead Space spielen wir, wenn das Remake rauskommt. Aber das ist tatsächlich auch schon ganz lange in Planung. Also, auf meiner Liste. Muss auch gleich ins Bett. Wirst ja heute wahrscheinlich nicht bis zum Ende zocken. Nee. Hoffe, ich bekomme es mit, wenn du dann da angekommen bist. Gute Nacht. Alles da crazy. Vielen Dank fürs Zuschauen wünsche ich dir. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Wir spielen Sonntag weiter. Aber ich glaube auch Sonntag kommt, wenn ich ans Ende. Gehe ich mal stark von aus. Aber du kannst natürlich gerne reinschalten, wenn du nicht gerade selber online bist. Bücher. Die sind selten. Bücher oder diese Bücher? Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Was ist, wenn die Rattenarmee die Welt erobert? Was ist da noch legal oder illegal? Käseexport ist illegal. Ist die Insel noch in Sicht? Wir nähern uns. Hat Sophia dir gezeigt, wie man ein Boot steuert? Ja, hat sie. Hast du Lust, Zeit mit deiner alten Schwester zu verbringen? Du bist doch nicht alt. Du, woher kennt Sophia eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Wir können sie auch fragen. Ja! Okay, jetzt muss ich das mit ihm nochmal machen. Ja, riecht wie... Hey, schau mal! Wow! Ist das ein Diamant? Glaube ich nicht, aber es ist bestimmt wertvoll. Eine Glaspyramide. Fass das lieber nicht an. Was sind das für inkompetente Schifffahrer? Alles liegt ungesichert rum, ein paar starke Wellen, kaputt ist alles. Ja, also Ladungssicherung kennen die noch nicht, ne? Eine Karte des Mittelmeers. Die ist schön. Und praktisch. Damit erkennt Sophia, welche Insel die richtige ist. Die Armbrust hat uns das Leben gerettet. Ohne Joseph hätten wir es nicht geschafft. Er ist sicher froh, dass du sie hast. Ja. Ich versuche, ihr gerecht zu werden. Ich glaube, der ist gar nichts mehr. Der hat wenig gedanklich zu tun. In den Laderaum. Oh, gehört das alles ihr? Ich denke schon. Außer sie beklaut ihre Mannschaft. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier, die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Doch, ist Süden. Doch, er hat recht.
Ich habe ganz kurz mich gedanklich vertan. Kletter hoch. Alles klar. Hugo und Amicia an Deck. Ja, wir kommen. Wissen wir. Entschuldigung. Da leben sogar Menschen drauf. Das ist keine unbewohnte Insel. Die Frage ist, können die Ratten jetzt übers Meer so einfach kommen? Oder dauert das jetzt eine ganze Weile? Woohoo! Bereit zum Entern! Tag! Werd ihr soweit, dann kommt! Ich zuerst! Rattenfutter? Nahrung für das Volk. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Was reparierst du denn? Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Was ist denn das Gesetz des Grafen? Alles, was er sagt, wird gemacht, oder? Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Okay. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Halt, da haben wir den einen Abklatsch. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Also ein Teil 3 ist aktuell wohl nicht in Planung. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Ist die Insel eine Sekte? Ich glaube nicht. Mein Traum, Amicia. Die leben nur ihren eigenen Stil, ne? Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Diese Straße? Müssen wir noch mehr ausladen? Später. Ich bin erledigt. Ich auch. Diesmal ist so viel los. Diese Straße führt zu einem Arsch von einer Frau. Als ob hier irgendjemand am Ende überlebt. Bad. Was? Bad Ending, Best Ending. Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Mutter stirbt noch. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Es ist auch, ich glaube, der Junge wird einfach geheilt, weil es das einzige saubere Wasser überall in Frankreich ist. Was mich stört ist, es gibt keine Insel, die Lacuna heißt. Oh, das ist toll. So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja. Das ist richtig. Ich frage mal.
Hallo, mein Herr. Kennt ihr, gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Ist im Mittelmeer wie groß und schwierig? Lässt sich so ein blöder Baum finden? Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Gar nicht. Perfekt für die Festlichkeiten. Na, Fischmann. Okay, Fischmann weiß nichts. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Kräuterleute? Auch nicht. Mit den letzten haben wir keine so guten Erfahrungen. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Die sind irgendwann gestorben, ne? Schweinebraten und dann auch noch saftig dahinter. Olivenöl, Kräuter, alles für den perfekt gedeckten Tisch. Fische groß und frisch, direkt aus dem Hafen. Das Schlimme ist, ich kann nicht rennen. Können wir bald durch? Das dauert so lang. Immer mit der Ruhe. Erst muss der Weg frei sein. Die bringen gerade Waren zum Platz. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das machen da Kürbis im 13. Jahrhundert? Gab's die im 13. Jahrhundert noch nicht? Was ist da drüben? Ziegen. Offensichtlich. Und ein Esel und Schwein. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Richtiger Zoo hier. Na los. Hab keine Angst. Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Da, das war ich liebe dich auf Ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen die nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt, mehr nicht. Geh die Stille ist hinter. Gerne doch. Süß. Wiedersehen. Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Kannst du uns was sagen? Nope. Kürbisse und Gurketten würde ich nicht gleichsetzen. Okay, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Wusstest du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Der Kräutermann. Hallo, mein Herr. Anisia, da gibt's noch mehr zu sehen. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Vielleicht sehe ich das anders, weil bei mir gibt es diesen linguistischen Unterschied und man sieht es halt was anderes an. Ja, die sind da wahrscheinlich nicht zu genau. Das ist die gleiche Freiheit, die sich die Assassin's Creed-Macher manchmal rausnehmen, um das Spiel einfach zu entwickeln. Ne? Da wird zwar viel auf mehr oder weniger akkurates Geschichterzählen gesehen, aber nicht perfekt. Hallo. Guten Tag. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja, hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ja, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey, danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der weiß gar nichts. Naja, er kennt Seemöwen. Hab Geduld, Hugo. Ein paar Armdrücker.
Bei der Fischlady? Nope. Ich habe Tomaten in Megaris gesehen und Alexios bei Kartoffeln erwähnt. Ja. Salben! Salben gegen Blutergüsse! Zwei zum Preis von einer! Ich sehe da kein Problem. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Oh. Die Zeremonie morgen wird grandios. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Los, komm, Amicia. Der Markt geht hier weiter. Das war die Meldung Warum für Geh zurück. Wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Jetzt rüber mit dem Mitpicken wollte ich mir meinen großen Intellekt zeigen. Ich glaube, die auf der Insel werden eins der Kinder bestimmt opfern. Hoffentlich nicht. Aber das wird hier noch unangenehm, glaube ich. Das Problem ist, ich kann nicht schneller gehen, ne? Und das ist echt ein langsamer Gehstil. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Ha, komm, ich kann's kaum erwarten! Oh, Amicia, können wir auch dahin? Wir sind schon auf dem Weg. Klingt nett. Was ist mit den Soldaten? Wenn die den Schweinebraten saftig hinbekommen, bekommen die bestimmt das Kind super schmackhaft. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Drachenmann würde ich auch gerne sehen. Ein Spiel mit Geschick. Was haben wir hier? Einen Blick. Oh, ein Spiel. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Ach, Mist. Oh, ganz schlecht. Das ist aber auch ein Kack hier. Ja, weiter so. Zeig's diesen Grenzen. Das Problem ist, das wird nicht klappen. Volltreffer. Nicht übel. Ja, beeindruckend. Danke. Aber auch nicht gut. Gut gemacht. Hör nicht auf ihn. Ich hab noch einen Topf. Naja, schauen wir uns weiter um. Betrug, ich hab noch einen. Mal sehen, was sich machen lässt. Gar nichts. Der hat gesagt, wenn ich keinen Topf mehr habe, aber ich habe noch meinen eigenen. Wird aber auch stark durch das, was vor der Kamera sitzt, gedrückt. Man könnte meinen, der Kopf ist voller Stoff. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Schön sauber machen, das Pferd. Gesang! Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Der Sohn der Glutasche, ist das der Phönix? Bald geht's los.
Los, schneller! Ich rede natürlich von Mike. Mike hat Stoff im Kopf. Ist aber grandios, ob Sie das übertreffen können? Ja. Ja, ja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher. Ja. Klingt zumindest so. Kannst du so über Mike reden? Er hat einen Doktorand. Was? Er hat einen Doktorand in Mikrofonwissenschaften? Kannst du trotzdem dafür Stoff im Kopf haben oder nicht? La, da, 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 da. Der Stadt fehlt eine Rallye. Fahrrad- oder Autorallye? Oh, Tänzer! Amicia, Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tänzer noch? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Der was? Die wo, was, wie wo? Beides gleichzeitig, ne? Hallo. Oh, hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na? Möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so? Das ist wie Karneval für Ökos. Wir werfen Blütenblätter. Ich segne auch die Tänzer. Ugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade. Klar, stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig, wir holen sie schon ein. Lal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 a. Disney-Film. Vibes. Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen. Die Mutter. Meine Fresse, sind die fanatisch. Was ist hier los? Ja, richtig fanatisch. Was passiert jetzt? Menschenopfer? Tieropfer? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Kennt ihr den? Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Will der den töten? Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Sag das noch lauter. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Wer ist denn das? Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir. Holt das Mädchen. Nein, nein. Das ist nicht unser Kampf. Lauf. La 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 la. Aber Anno. Zur Hölle mit ihm. Gott verdammt. Was ist hier los? Halt. Schnell. Nein, nein. Hey, ihr da. Hier lang. Arno, du Drecksack. Na, der kommt wieder. Ich glaube, irgendwas ist da vorgefallen.
Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles Statt wird Mark, immer Mark, schlecht. Mami ist ja nur gut. Rattenfutter. Ja, Ratten werden Warum? Jetzt gerufen. Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Ich habe eine Schleuder, der Typ hatte keinen Helm an. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Ach. Ist dem so. Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Ich will da hoch, da ist eine Kiste. Wie, wo, was? Wo kommt man denn da rauf? Hoch! Wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Da kann man runterspringen. Versperrt! Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Wie kommt man da rauf? Die Axt willst du auch nicht mitnehmen? Nope. Keine Ahnung. Verschlossen, war klar. Guck mal, da oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. Pass bloß auf. Ich weiß, keine Angst. Hugo? Ich öffne jetzt die Tür. Geh ja. einen Schritt zurück. Hier, schieb den Karren zurecht. Ist es hier? Ich hoffe nicht, dass jetzt sofort wieder Ratten kommen. Ne? Das wäre, keine Ahnung, so ein bisschen... Na los. Story lame, wenn jetzt das gleiche wie in einer anderen Stadt nochmal exakt so passiert. Warum hat Arno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Was? Kletter hoch. Und hepp. Ja. Der Graf hat sein Schild kaputt gemacht. Wahrscheinlich hat er seinen Bruder oder so getötet. Gut. Jetzt Vorsicht. Mal sehen, was da drin ist. Wahrscheinlich hat er sein Schild kaputt gemacht, seinen Bruder getötet oder irgendwer, der ihm nahe stand. Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte auch schon nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Hab ich euch! Nein, nein! Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Was? Er würde mich erwischen.
Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Da, Angriff! Flieg! Los jetzt, in Deckung! Ach, schnell! Töte sie! Los, los, los! Oh, ihr wollt also spielen? Auf sie! Komm schon, los! Was? Los! Irgendwann macht ihr einen Fehler. Angriff! Was ist denn hier? Da ist was. Ah, da kann man es klingeln, ne? Bring mir ihre Augen! Der Vogel ist böse. Aber du, so, bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Töte! Flieg! Schnell! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Ich weiß, dass ihr hier seid. Da! Jetzt? Auf sie! Ah, Mistvieh! Warum hört er nicht auf? Ist der Vogel gerade ins Feuer geflogen? Los! Geh weg! Kusch, kusch! Aber wie töte ich den? Töte sie! Angriff! Zu nah! Ha! Ich krieg euch noch! Wartet's nur ab! Vogel aus meinem Traum sein. Ach so. Ist er nicht. Wir finden deinen Vogel. Flieg! Es dauert zu lang. Wehe, du hast ihn. Amicia! Was ist das für ein Falke? Es dauert zu lang. Wehe, du hast dem Grafen was angetan, Anno. Junge, 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 Junge. Ein gut dressierter immer die Halsschlagader. Ja, aber sorry. Ich weiß, dass die. Ich weiß, dass es Falken gibt, die für Hasenjagd und so eingesetzt werden, ne? Aber. Nicht in dem Sinne. Rüber mit dir. Ja, wir sind da. Weg hier, schnell. Gut, dass das einfach nur ein dummer Ritter ist, der jetzt weiter wartet, bis wir auftauchen. Oh, das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Immer dem Schwert nach. Das sind Schwerter. Ja, ja, schnell. Ja, die Falken heutzutage sind sowas wie weichgespülte Teenager von heute. Im Mittelalter waren das noch andere Sitten. Nein, 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 nein. Es gibt bei den, in der Mongolei gibt es noch dressierte Falken, die aktiv für die Jagd eingesetzt werden. Ein Falke ist nicht groß. Und das Problem bei einem Falken ist, wie bei jedem anderen Vogel auch, es ist ein Vogel. Den musst du mehr oder weniger einen gezielten Schlag verpassen und dann fliegt der nirgendwo mehr hin. Eulen, Superkraft in den Klauen, die stechen ja nicht die Beute, sondern die zermalmen die direkt mit der Kraft ihrer Klauen. Hier in Europa werden die Falken auch zur Jagd benutzt. Bestimmt, aber ich kenne die
ich weiß, dass sie das in der Mongolei immer noch praktizieren. Genauso wie vor 1000 Jahren. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Hals Maul! Ich mach dich kalt, wie deine Männer. Du stirbst doch sowieso. Was sollen wir tun? Am Seil ziehen? Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Oh, my lady. Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Wollt ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Der Mann hat ganz, ganz komische Augen. Rebhühner, Hasen, Kaninchen und Wachteln sind gerne Beute für Feigen, die zur Jagd benutzt werden. Genau. Also, kleines Getier. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Ach so, und eins noch, Ikarus, Drohnen auch. Es gibt ausgebildete Greifvögel, die aktiv zur Drohnenabwehr verwendet werden. Es ist unglaublich. Kommt rein. Also nicht in Kriegsgebieten, aber halt, naja, in Wohnhausregionchen. Genau, an Flughäfen zum Beispiel. Wow, so groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Das ist zum Heizen im Albtraum. Hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht, euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Und? Sohn der Glutasche. Lecker! Haha, ein Bon Vivant. Hätte die nicht entfernt? Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Guyenne, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Game of Thrones Vibes. Ihr seid hier genau richtig. Gefährlich. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Naja, ist vielleicht der Kerker. Und ihr seid. Das Abendmahl. Richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Hä? Sie ist ihre Mama? Wo ist Agnes? Nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Das da Agnes? Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Die Becken sind gesäubert. Von Mama was? Ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo. Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser.
Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Ich dachte jetzt ganz kurz, wer ist jetzt die große Schwester? Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage. Ist das ein Vulkan? Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Ist das ein Vulkan? Opfern die Menschen für einen Vulkan? Ist das eine Maya-Referenz? Amicia, auf dem Stein, das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Wir machen die Final Fantasy Art. Eine kleine Flamme. Ist das Hugo unten drauf auf dem Ding? Auf dass er als Sonne, als Sohn erwacht. Helfen die uns, weil die glauben, dass das Hugo ist? Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter, dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja, ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Ist das nicht einfach ein Kind mit dem imperialen römischen Haar? Ist das wirklich dein Vogel? Ja. Sieh genau hin. Oh, ja, ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihnen und erzähle hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Ja, aber will keiner den Jungen auf dieser Tafel ansprechen? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung. Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ja. Ein Kind kann alles verändern. Das ist auch eine 15-Jährige. Wir sind da. Bitte sehr. Alter, dieses Zimmer ist größer als meine Wohnung. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Hugo! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zu. Endlich neue Sachen. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin? Die beiden sind mir nicht koscher. Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja!